Jo, ne? Was gibt's zu sagen? GEZ, ein Haushalt, ein Beitrag. Jetzt auch bekannt als Funk, Rundfunk, Funk, Geiselnahme des Geldes. Es läuft so ab. Jeder Mensch ist ein Haushalt, ist ja klar, nach deutschem Gesetz. Und ist ja vollkommen klar. Und deswegen eine Person, die von GEZ befreit wird, die mit einer Person zusammenwohnt, die nicht von GEZ befreit wird. Das halte ich davon. Das Ding ist, nach der Logik, muss dann eine Person immer noch zahlen. Selbst wenn zwei Leute da wohnen, eine ist befreit, die andere Person muss zahlen, ist klar. Außer beide sind befreit, dann müssen beide nicht zahlen. Genial, oder? Einzigste Möglichkeit ist, arbeitslos werden oder eingesperrt werden, dadurch, dass man GEZ nicht zahlt. Oder behindert sein. Erstaunlicherweise behindert sein zählt als Grund. Ich dachte nicht, dass es dann... Ich glaube, das ist das... Weil, wie soll ich sagen? Wenn man die normale Bevölkerung schon beklaut und beraubt, warum darf man dann auch nicht Behinderte berauben? Geht es hier nicht um Gleichstellungsgesetz im Sinne von, jeder wird von uns Opfer unserer Betrugsmasche, unserer Abzocke? So viel dazu. Aber ich glaube, das ist dann nur moralisch, um so zu zeigen, wir sind schon sozial, ne? Wir tun sogar nicht mal Behinderte beklauen. Hm? So. Sei froh, dass ich die Regeln nicht wieder ändere. Ne? Ich habe die Regeln geändert. Aber soll die noch sein? Genau, ich habe vorgeschlagen, erste Nummer, wo ich angerufen habe, die haben mir schriftlich mitgeteilt, dass ich hier wohne. Und die wissen, dass ich hier wohne. Und mein Telefonisch sagte mir, nee, davon ist nichts eingetragen, ich soll es nochmal schriftlich machen. Sag ich, nein, das ist falsch. Das ist definitiv schizophren. Und dann hat die Frau das so angepisst, dass sie natürlich aufgelegt hat, was wieder angerufen. Da habe ich gesagt, ich hätte den Vorschlag, wie wäre es mit Sexnummer abreisen. Damals, 2010, wurden die abgeschafft. 1,99 € pro Minute für Sexnummern. Genau, dass sie genauso viel verlangt wird, wie bei Sexnummern verlangt wird. Und erst sagt mir die Frau am Telefon noch, ja, genau, Vorschläge können wir annehmen. Dann gebe ich den Vorschlag. Vorschläge können wir nur schriftlich annehmen. Dann gehst du auf die Webseite. Dafür brauchen wir die Beitragsnummer. Deswegen können wir uns nicht schreiben. Wir sind nicht erreichbar. Wenn es darum geht, irgendwas zu geben, sind wir nie erreichbar. Aber in dem Moment, wo wir Geld wollen, sind wir sofort erreichbar, ist ja klar. Ne? Und ja, deswegen mir persönlich, in meiner utopischen, fantastischen, perfekten Welt, werden wir alle arbeitslos und scheiß auf die Ökonomie, wie es wirtschaftlich alles zerfickt, wie es alles zerfickt. Denn ich denke mir, es ist wichtig, dass die GEZ stirbt. Und ja, es ist Geld-Hitler, so musst du das denken. Ne? Hitler hat Leute mit Militär und Gewalt erpresst, aber hier wird nur finanziell erpresst. Ja, es ist nur Geld-Hitler, ist alles cool, ne? Ich werde nur um Geld erpresst. Und das Ding ist, wenn ich das jetzt bringen würde, ich als einzelner Bürger, ich gebe dir nichts. Ne? Ich verspreche dir irgendwas. Ne? Und du zahlst dafür 10 Euro pro Monat an mich. Von 80 Millionen Haushalt verlange ich das. Ne? Und wenn du das nicht machst, ist das rechtswidrig, ist ja klar. Ne? Dann, ich biete dir zwar nichts, aber du musst Geld an mich zahlen. Und die Gesetzeslage sagt, ja, das ist cool. Das ist richtig so, weil du hast danach nicht gefragt, es musst du dafür zahlen, ist ja klar. Ne? Und ich frage mich, ob das der Moment ist, wo jedes Land, zum Beispiel in Amerika, angeblich dann, wo es das Tipping ist, ne? Das Trinkgeld geben. Ne? Das ist der Moment, wo das Land sagt, die Chromosomenanzahl hat bei uns immer gestimmt. Aber wie wäre es, wenn wir für diese eine Instanz unsere Chromosomenanzahl erhöhen? Und vielleicht war das dann auch so, oh, hier muss ich darauf hinweisen, das soll kein diskriminierendes Bla sein. Ne? Genau. Da möchte ich dann mal darauf hinweisen, dass vielleicht auch Deutschland gesagt hat, uns geht's zu gut. Wie wär's? Jedes Land hat irgendwas, mit dem es seine Bürger quält. Und dann hat sich Deutschland gedacht, ey, wir haben das auch mit unserem GEZ-Zeug, ne? Oder irgendwann auch Mord. Natürlich auch andere Sachen. Ja, dann geh doch zurück in deine Heimat, Berlin. Okay, dann würde ich fragen, wo ist meine Heimat? Ne? Weil am
Ende des Tages, das sage ich so oft, in jedem Land hast du zufällig gewürfelte, beschissene Gesetze. Die einzigste Möglichkeit, wie du dem entgehst, ist, wenn du dein eigenes Land machst und hast natürlich auch deine eigenen Bewohner und die sind dann auch angepisst von dir. Und so läuft das am Endeffekt darauf hinaus, dass wir nur glücklich werden mit Wasserstoffbombe. Am Ende des Tages, du hast Problem, du hast Wasserstoffbombe, du hast Lösung. Das ist Tatsache. Gehst in deinem Kopf durch. Hm? Der Wasserhahn tropft. Wasserstoffbombe, Lösung. So. Und es könnte so einfach sein, aber das ist es nicht. Und natürlich liebe ich es, wenn ich 8 Stunden schlafe, 2 Stunden für den Staat zu schlafen. Natürlich liebe ich es, wenn ich atme, 20% für den Staat zu atmen. Denn er ist für mich da. Er reißt für mich die Straßen auf und lässt sie auf. Und wenn sie repariert sind, werden sie gleich nochmal aufgerissen. Dafür ist das ist die Funktion eines Staates, Straßen kaputt machen und Fördermittel leider nicht zu zuschussen. Leider mangelt es derzeit aufgrund der aktuellen Situation. Und obwohl wir genug Geld haben, Waffen zu exportieren, müssen wir die Preise annehmen. Sorry. Wir haben genug Geld, um 17 Millionen Länder mit Waffen zu versorgen, aber die Straße vor der eigenen Tür. Sorry, geht nicht. Und wenn du dann sagst, ich hätte es halt schon echt gerne, dass ich wieder auf der Straße laufen kann, dann, was war das? Bei einem Song habe ich das letztes gehört, genau. Bei einem Song hieß es immer, du bist Terrorist. Oder du bist linksextrem oder du bist rechtsextrem. Du nimmst einfach dann irgendwas, was gerade trendy ist. Vor ein paar Jahrzehnten warst du linksextrem, schätze ich mal mehr. Und jetzt bist du mal mehr rechtsextrem. Und am Ende des Tages zählt nur, dass wichtig ist am Ende des Tages, dass wir zahlen und arbeiten und schlafen. Und das muss so bleiben. Und es wird auch immer so bleiben. Und sonst bin ich alle happy, ne? Genau. Das ist so, was mir auf der Leber liegt. Ah, das wollte ich auch noch, das würde mich auch interessieren. Gerecht und fair und logisch, wie die GEZ ist. Würde mich mal interessieren, eine Person. Na, sorry, wenn ich jetzt DSVM Regelwerk 10, neueste Auflage 2024, am 20.03. nicht akkurat perfekt auswendig kann. Aber wenn ich das so gut verstanden habe, es gibt manchmal Leute mit verschiedenen Persönlichkeiten. Diese verschiedenen Persönlichkeiten bilden einen Haushalt. Und da gibt es auch diesen Film von M. Night Shyamalan mit diesem Typ, der 21 crazy Persönlichkeiten. Müsste der in Deutschland 21 GZ-Beiträge zahlen? Reden wir hier von 21 mal 250 Euro. Dann wären wir bei 2500, 2750 Euro. Weil das sind dann 21 Haushalte. Die müsste er pro Jahr zahlen. Und selbst wenn, das ist auch, das wollte ich als nächstes dann auch noch fragen bei der GZ, könnt ihr nicht den Beitrag angeben? Weil der Mindestlohn ist bei 1400. Und ihr habt ja immer gerne, dass Arbeiten sich nicht lohnt. Warum hebt ihr nicht den GZ-Beitrag auf 1400 an? Weil ich habe das Gefühl, erstens, keiner beschwert sich. Zweitens, keiner macht was. Drittens, wenn sich Leute beschweren, dann machen die so scheiße wie das wie dieses Jahr. Und viertens, weißt du, du kannst halt einfach abzocken. Was wollen die machen? Was? Wer will was machen? Wenn ja? Ernsthaft. Und genau, warum nicht GEZ auf 1400 anheben? Und warum überhaupt Sendungen drehen? Das ist das Nächste. Und ich kenne eine Person in meinem näheren Bekanntenkreis, die ganze Zeit zuschwadroniert wird, sich nonstop die Scheiße gibt und dann Umfragen teilnimmt. Ja, das ist hier total sachlich, objektiv, gut recherchiert, super Sache, kann sein, aber ich werde geldmäßig gezwungen. Ne? Ich werde zur Kasse gebeten mit der Waffe. Und das ist asozial. Ja, es ist keine Waffe. In dem Fall ist es nur die Parkkralle, wenn du nicht bezahlst. Und dann kommst du ins Gefängnis. Du musst ja nicht übertreiben. Bloß weil der Freiheitsentzug bei Bezahlung droht, ist es jetzt nicht so schlimm, wie ich finde. Es ist ein Sozialstaat, ist ja klar. Und Sozialität setzt voraus, dass du für Fernsehsender bezahlst oder auch ein Deutschlandradio. Von dem habe ich erst erfahren, als ich dazu zur Kasse gebeten wurde. Das ist immer das Beste. Du wirst zur Kasse gebeten, dann erfährst du, dass es existiert. Ne? Zahl dafür, dass es existiert. Ah, okay, war mir fremd. Ich habe einfach so existiert und dann erfahre ich davon. Und genau. Und dieses Mindset, dieses Gehirn, Jonglieren, wie heißt das?
das Gehirngymnastik, die du machen musst, dass du sagst, ja, ich werde gezwungen, Geld zu zahlen, aber das Programm ist gut, deswegen finde ich es gut. Ja, und ich bin Teil der Revolution, ich bin Teil des Widerstands, weil das haben mir diese Nachrichten mitgeteilt. Ich bin, ne, wir sind alle die Freidenker, wir sind hier liberal und progressiv. Deswegen brauchen wir diesen Fernseher, der uns sagt, dass wir liberal und progressiv sind. Wenn der Fernseher sagt, dass du ein Schlumpf bist oder dass du ein Eichhörnchen bist, dann frisst du das auch, weil der Fernseher sagt das so. Ja? Und ja, aber ich kann abschneiden, kannst du nicht. Du kannst nicht abschneiden, weil auf dem Punkt solche Leute, das ist einfach zu spät. Und natürlich wäre es sehr schlecht, wenn eine Wasserstoffbombe in Deutschland hinfallen würde. Aber ganz besonders schlecht wäre es, wenn sie in Köln niedergelassen werden würde, weil da die Zentrale der GZ ist. Das würde mich sehr traurig stimmen. Köln selbst bin ich eigentlich neutral übergeschrieben. Aber dadurch, dass da die Wurzel des Krebses, des Hasses, des Unterganges, ne? Das ist der letzte Bomben Hitler, der übrig geblieben ist. Das ist, was du nicht auswischst schon. Ja. Was du aus Deutschland nicht rausbekommst. Ne? Das ist das letzte Atom Hitler, das hier übrig geblieben ist. Literally Hitler. Literally Hitler. Und es wäre halt schön, wenn Hitler endlich zur Seite gelegt wird. Aber nein, wir müssen dieses Stück Hitler gut bewahren. Und es bist mir einfach an.